Kritik an Israel, möglich oder tabu? Ich stimme Fritz Stern zu, da ist vieles zu kritisieren. Aber es ist leider so, dass wenn ein Deutscher Israel kritisiert, dann wird ihm das als Antisemitismus ausgelegt. Die Äußerung von Frau Merkel macht den Eindruck, als ob wir quasi eine Bündnisverpflichtung hätten gegenüber Israel. Die haben wir aber nicht und die sollten wir auch nicht von uns aus proklamieren oder anstreben.